Nächster Redner ist der Abgeordnete Christian Hafenecker. Bitte, Herr Abgeordneter. Danke, Herr Präsident, Herr Bundesminister, Hohes Haus. Also, wenn ich vor den Ausführungen der ÖVP gelauscht habe, im Speziellen der Frau Kollegin Rausch und dem Herrn Bundesminister Polaschek, dann ist für mich eines klar und wir haben das schon länger befürchtet. Und das müssen Sie aber auch Ihren Wählern irgendwann einmal dann mitteilen. Ja? Wer ÖVP wählt, wählt links. Also, dass es tatsächlich so ist, ja, was soll sonst sein? Also, ich finde ja das aufgeregte Lachen, gerade bei den Neos, bei den Grünen und bei den Sozialdemokraten, halte ich für sehr interessant. Aber schauen Sie, alle, die jetzt lachen, meine sehr geehrten Damen und Herren, Sie können ja mal zuhören. Sie können ja mal zuhören. Wenn es eine ÖVP gibt, die sagt, mit einer FPÖ geht sie nicht in die Regierung. Entschuldigung, was sind denn anhand Ihrer Umfragewerte dann die Konsequenzen daraus? Mit wem möchte die ÖVP regieren, meine sehr geehrten Damen und Herren? Mit dem Rest, der von der Sozialdemokratie übergeblieben ist? Und dann können Sie sich streiten drum von den Grünen und von den Neos, wer von Ihnen noch überbleibt. Fakt ist, wer die ÖVP wählt, bekommt zwei linke Parteien. Das ist ein Faktum, zumindest dann, wenn wir uns darüber Gedanken machen, wie momentan in der Sachlage steht. Und wissen Sie, wenn Sie über Interessensvertretungen sprechen, sehr geehrte Damen und Herren, vor allem von der ÖVP, also welche Interessensvertretungen meinen denn Sie? Meinen Sie die Interessensvertretungen der Linksextremen, die mit Zwangsgebühren finanziert werden, die Kickbox-Kurse machen? Und ich sage Ihnen eins, werte Kollegen von der ÖVP, natürlich gibt es auch bei Ihnen Kooperationen und es gibt auch bei Ihnen jemanden, der traditionelle Studentenmützen trägt und es ist denen vollkommen egal, wer gekickboxt wird, da werden auch Ihre Leute dabei sein und Sie finanzieren das mit. Also da müssen Sie einmal ein bisschen drüber nachdenken, würde ich vorschlagen, wer hier in der Republik gekickboxt wird. Finanziert wird das mit den ÖH-Zwangsbeiträgen, die Sie da jetzt noch aufstocken und das Ganze dann irgendwas Interessensvertretung darstellen. Und wissen Sie was? Die ÖH ist doch etwas, was tatsächlich die Ausgrenzung Andersdenkender forciert und fordert. Das ist doch der springende Punkt. Und ich bin enttäuscht von der ÖVP, dass sie das einfach so abnicken. Und ich sage Ihnen eins, Herr Bundesminister und Frau Kollegin Rausch, Sie beide werden dem nächsten Parlament und der nächsten Regierung nicht mehr angehören. Das heißt, Sie machen jetzt auch den Kotau für die linken Parteien hier herinnen. Sie dürfen das jetzt noch abnicken. Sie werden aber nachher nicht mehr gefragt werden. Das heißt, Sie ramponieren Ihr eigenes Image damit. Aber ich wünsche Ihnen viel Spaß und dann auch viel Freude in Ihrer postpolitischen Karriere. Das sage ich Ihnen auch. Und schauen wir uns einmal an, wer da die Meinungsführer sind in der ÖH und auf der linksextremistischen Seite. Das ist eine Frau Strobel, die zum Beispiel ganz, ganz tief aus der SPÖ kommt, die damals dafür verantwortlich war, dass es Demonstrationen gegen den Akademiker WKR-Ball gegeben hat, die dafür verantwortlich war, dass irgendwelche Extremisten die halbe Marie-Hilfer-Straße in Brand gesetzt haben. Das sind die Leute, mit denen Sie jetzt kooperieren wollen. Das sind die Leute, wo Sie nicht einmal ein Widerwort finden, Herr Bundesminister. Ich verstehe das nicht. Natürlich gibt es eine Meinungsfreiheit in diesem Land, aber Leute aufzufordern, Straßenzüge in Brand zu setzen und gegen vollkommen rechtsstaatliche Bälle zu demonstrieren, ich glaube nicht, dass das unter Meinungsfreiheit fällt, Herr Bundesminister und Frau Kollegin Rauch. Dafür sollten Sie einmal rechtfertigen und das sollen Sie auch Ihren Wählern erklären, warum solche Sachen hier stattfinden können. Und wissen Sie, wenn wir über die Frau Strobel reden, dann möchte ich auch eines sagen. Das ist alles andere als eine objektive Expertin im Zusammenhang mit dem Rechtsextremismus, wie sie immer selber ausgibt, sondern sie ist nichts anderes als die Vorsitzende des Babler-Wahlvereins in der SPÖ. Das gehört in dem Zusammenhang auch einmal gesagt. Also ich glaube nicht, dass man da jetzt irgendwie davon sprechen kann, dass sie politisch total unabhängig ist, sondern sie hat ihr ganzes berufliches Leben in der SPÖ verbracht und das macht sie auch weiterhin. So ist es, wenn man über die Sozialdemokratie spricht. Ja, also wie gesagt, wenn Sie das wollen, wenn also diese Zwangsgelder, die den arbeitenden Studenten im Übrigen abgenötigt werden, wenn Sie die dazu verwenden wollen, den Linksextremismus, der hier von hier bis zur Grenze der FPÖ sitzt, ja, wenn Sie den weiter fördern wollen, liebe SPÖ, dann müssen Sie das natürlich noch lauter und noch stärker sagen. Ich garantiere Ihnen eines, mit dieser Strategie sind Sie am Holzweg. Und Herr Bundesminister, Sie schaffen sich gegenüber Ihrer Wählerschaft, wenn noch eine übrig ist, das eigene Grab. Und Frau Magister Rausch gleich dazu.